Okay, Leute, da wären wir wieder zur nächsten Folge von Infinity und ich gehe direkt mal in den Twilight Forest wieder, falls der lädt. Ich hoffe es doch, aber manchmal dauert das ja auch ein bisschen. Genau, da wären wir wieder. Am Ende der letzten Folge war ich ja dann doch wieder in der Oberwelt. Ich weiß gerade auch gar nicht mehr warum, aber gerade habe ich mich auf jeden Fall dort eingeloggt und da konnte ich es mir dann schon denken. Alter, was ist denn hier los? Wie werd ich hier gekillt, hä? Vor allem so schnell, Alter, das hatte ich ja bisher auch noch nicht, obwohl es ja hier doch schon eine relativ heavy Dimension sein kann. Allerdings hat es mich bisher eben nie so hart getroffen, aber irgendwann ist es eben soweit. Egal, ich komme schon klar. Also gerade regeneriere ich auch wieder. Genau, wir können ja mal da hinten hin. Das sieht eigentlich ganz cool aus, dass hier auch Schneebiome und so weiter vorhanden sind. Die würde ich mir dann doch mal genauer ansehen. Ach du Scheiße, was ist das denn? Sag mal, wer baut denn sowas ein? Ey, das sind ja wahnsinnige Partikel. Kann ich die vielleicht ausstellen? Das wäre doch jetzt ja Lifehack, ne? Aber das will ich mir hier definitiv nicht antun. Alter, vor allem die Partikel sind eh nur bis da oben zu dem Block sichtbar. Ich dachte eigentlich, das geht weiter hoch, aber ja, die sind ganz komisch hier, muss ich sagen. Normal ist das eigentlich nicht, denn wenn es regnet, dann sieht man den Regen auch da oben noch und nicht nur ab der Grenze, ne? Das macht ja eigentlich überhaupt gar keinen Sinn. Dann kriegt man ja auch immer so einen Frosteffekt, vielleicht wenn man hier das betritt, spawnen auch eher irgendwelche Viecher, das könnte sein. Ja, immer um einen rum hier kommen irgendwelche. Gefühlt ist der jetzt nur erschienen, weil ich da hingegangen bin. Also vorher war der vielleicht noch gar nicht da. Keinen Plan, wie die das hier gemacht haben, aber ich würde jetzt hier echt mal gehen. Ah, und hier brennt man sogar. Na super, ey, das wird ja immer besser. Ich bin ja, fühle mich richtig willkommen. Ist das nur auf der Erde so oder hier auch auf dem Stein? Ne, anscheinend auch hier. Scheiße, ich bräuchte Fire Resistance oder so, sonst sterbe ich jetzt. Na super, ey. Na gut, ich bin da mal wieder reingegangen. Ich glaube, wir gehen in diese Richtung jetzt, denn das andere macht nicht so wirklich Sinn. Also ja, ich bin aktuell noch nicht so begeistert von den ganzen Biomen hier, muss ich sagen. Die sind doch alle eher anstrengend. Aber ja, ich wollte mal über meine Prüfungen auch reden, wie das jetzt überhaupt gelaufen ist. Denn die Woche hatte ich ziemlich ein straffes Programm, fand ich. Also zum Beispiel Dienstag war schon eine Klausur, die ich relativ anstrengend fand zur Vorbereitung. Dabei handelte es sich nämlich jetzt um dieses Fach, was ich damals immer angesprochen hatte, mit dem Beleg, ne, was wir machen mussten. Und ja, jetzt hat sich eben rausgestellt, wie das wirklich bewertet wird. Zwischendurch dachten wir zum Beispiel, dass das nicht unbedingt nötig ist, den Beleg zu machen, weil das Zusatzpunkte gibt. Aber jetzt ist es so, dass man, wenn man den Beleg nicht gemacht hat, eine extra Aufgabe in der Klausur bewertet wurde. Also die musste man dann eben lösen und ja, das war quasi so ein Wahlding. Entweder du hast es abgegeben oder du musst das da noch zusätzlich machen in der gleichen Zeit in der Klausur. Was ich schon mal für ziemlich anstrengend halte. Also da war ich auf jeden Fall froh, dass ich jetzt den Beleg noch gemacht habe. Der war letztendlich auch nicht so schwer, wie ich dachte. Ich habe sogar auch schon die Note insgesamt. Wobei ich gar nicht richtig weiß, wie die zusammengesetzt ist. Denn der Beleg war so ein bisschen eigentlich als eigene Note geplant letztendlich. Also ja, dadurch, dass es ja nicht Zusatzpunkte oder so gegeben hat, sondern man sich einfach nur eine Aufgabe erspart hat sozusagen, beziehungsweise die Gesamtpunktzahl quasi verändert wurde auch, die man benötigt. Da musste der Beleg eigentlich eine eigene Note ergeben, aber das kriegt man eben jetzt nicht so genau aufgedröselt. Aber ja, ich habe im gesamten Modul eine 1,7 erhalten. Das finde ich schon mal eine sehr gute Leistung eigentlich für meine Prognose. Also ich dachte eigentlich, dass ich da viel schlechter abgeschnitten hatte. In der Klausur hatte ich jetzt auch nicht so ein krasses Gefühl, weil ich auch nicht alle Punkte gesammelt hatte. Aber da habe ich wieder gemerkt, dass es gar nicht so bei diesem Dozenten drauf ankommt, wirklich viele Aufgaben zu lösen, sondern das Richtige zu machen, sage ich mal. Also zu erkennen, was ist das Wichtigste und wie muss ich jetzt hier das aus den Unterlagen abschreiben oder so, ne? Ich meine, die Unterlagen waren eben in dem Fall sehr wichtig, dass wir die nutzen konnten. Und genauso war es schon mal in einem anderen Modul, was wir auch bei dem hatten. Da war nämlich das System ähnlich, also da konnten wir auch einfach alles mit reinnehmen in die Klausur, alle Sachen, die wir im Unterricht so mitgeschrieben hatten, etc. Und Alter, ey, wie werde ich denn hier schon wieder abgeschmissen? Oh nee, das gibt's noch nicht. Jetzt ist hier Treibsand oder was soll das? Ja, zum dritten Mal gestorben, das ist auf jeden Fall geil. Na, gehen wir vielleicht mal in die Richtung, ne? Probiere ich einfach mal alles aus, obwohl da war ich ja auch schon, gell? Vielleicht mal da lang, zur Abwechslung. Ja, mal gucken, ob ich hier wieder dem gleichen Zeug in die Gegend laufe oder in die Arme, wo ich vorhin verbrannt
gerannt bin, aber vielleicht kann ich das auch umgehen da drüben. Irgendwann kenne ich mich ja noch so richtig gut aus. Nee, aber die Klausur, also ich bin recht zufrieden, vor allem, dass ich das Ergebnis schon so früh erfahren habe. Und ansonsten habe ich ja gestern jetzt noch 2 Klausuren an einem Tag geschrieben. Das war auf jeden Fall sehr anstrengend. Vor allem die erste Klausur war ja so ein Auswendigkeitslernfach. Das heißt, da musste man schon sehr viel sich in den Kopf geprügelt haben vorher, damit das irgendwie klappt. Und das habe ich auch gemacht, soweit es geht. Allerdings fällt mir sowas eben immer relativ schwer. Und ich habe aber bei der Klausur das dann glücklicherweise nicht ganz so gemerkt. Also vorher habe ich gedacht, boah scheiße, wenn das dran kommt, da weiß ich wieder gar nicht oder das verwechsel ich wieder nur. Aber es kamen dann eigentlich ziemlich gute Aufgaben dran, die ich schon oft geübt hatte so. Und da hatte ich eine gewisse Routine auch in bestimmten Bereichen. Und ich habe auch versucht, wirklich sehr präzise zu antworten. Denn in dem Fach weiß ich mittlerweile, wie es bewertet wird und worauf es ankommt so ungefähr. Und ich hoffe, dass ich es jetzt endlich mal ordentlich hingekriegt habe. Ich hatte nämlich eigentlich immer ein relativ gutes Gefühl. Die letzten Male hatte ich dann zwar auch größere inhaltliche Bedenken, weil ich schon gesehen habe, okay, da hat jetzt viel gefehlt, aber es könnte durchaus reichen. Nur es war dann eben wirklich so, dass bestimmte Wörter auf die Goldwaage gelegt wurden im Nachhinein. Also das hat sich dann immer bei der Klausureinsicht herausgestellt und deswegen hat es eben letztendlich nicht gereicht jeweils für das Bestehen. Und jetzt könnte das durchaus anders sein. Also ich will jetzt mal stark hoffen, dass es anders ist, denn ich habe eigentlich überall alles mehr oder weniger gehabt. Natürlich ein paar kleine Aufgaben nicht, aber dafür hatte ich auch wieder eine Zusatzaufgabe, die relativ viele Zusatzpunkte gebracht hat. Und eigentlich will ich mir gar nicht vorstellen, dass ich bei dieser Klausur und bei diesem Gefühl, mit dem ich rausgehe, doch noch durchgefallen bin. Also ganz ehrlich, denn dann würde ich mich wirklich fragen, wie ich dieses Modul überhaupt noch irgendwie bestehen soll. Ich meine, die Themen waren günstig, jetzt so das Vorwissen an sich auch, weil ich ja schon einige Semester das geübt habe sozusagen. Ne? Ich meine, ja, da brennt sich das schon mehr oder weniger ein. Und da wüsste ich schon nicht mehr, was ich dann noch unternehmen soll, so wirklich. Also mal ganz ehrlich, so langsam. Naja, aber ich würde sagen, wir kommen mal vielleicht zur anderen Klausur. Dabei hat sich's um eine wieder relativ entspannte gehandelt. Also wenn das die einzige an dem Tag gewesen wäre, wäre es entspannt geworden. Aber dadurch, dass ich vorher schon so viel geschrieben habe, war das umso anstrengender natürlich, dann noch eine hinterher zu schreiben, bei der man nämlich ziemlich viel abschreiben musste. Also da war ein Theorieteil, ungefähr 50% hat er ausgemacht von der Arbeit. Und da musstest du wirklich im Hefter nach den Punkten suchen und da alles Mögliche rausschreiben. So, also man musste quasi wissen, wo es steht und wie man antwortet. Ne? Da habe ich eigentlich auch das meiste gefunden. Bei ein paar kleinen Teilaufgaben wusste ich nicht genau, was das jetzt hier soll oder wie ich das beantworten kann. Also da habe ich nicht direkt was Passendes gefunden, aber so, ich sag mal, bei 90% des Theorieteils wusste ich schon direkt, was ich schreiben kann. Und der andere Teil lief einigermaßen okay, würde ich sagen. Also ja, der war nochmal unterteilt in 2 größere Aufgabenbereiche. Die erste davon konnte ich ganz gut. Die habe ich mir auch noch so ein bisschen während der Klausur angeeignet, anhand der Unterlagen. Da habe ich nochmal geschaut, okay, wie ging das jetzt, ne? Denn ich hatte keine Zeit, das großartig zu üben, weil ich die ganze Zeit für das andere Modul eher gelernt habe und mir das auch wichtiger war, dafür zu lernen. Ich meine, da musstest du das auswendig wissen und hier konntest du alles verwenden. Deswegen ist es klar, dass das andere dann vorging. Und naja, dann gab es eben noch einen anderen Aufgabenkomplex, der dann aber dank der fehlenden Übung nicht so gut gelaufen ist. Also da glaube ich auch, dass ich vielleicht nur die Hälfte der Punkte habe. Das heißt, 25 Punkte von 100 gab es auf die Aufgabe und ich habe vielleicht 12 oder 13 nur, keine Ahnung, aber das wird mir jetzt nicht das Bestehen kosten, denke ich. Also ich will zumindest hoffen. Man muss ja immer so vom Worst Case ausgehen, ne? Nicht, dass man sich so überschätzt und falsche Hoffnungen wieder macht die ganze Zeit und am Ende fällt sie dann aus allen Wolken. Man muss da schon relativ realistisch rangehen, denn da kann man nicht enttäuscht werden. So, da kannst du dich am Ende nur freuen, wenn es besser ist zum Beispiel. Aber wenn du dir die ganze Zeit denkst, boah, hier war ich doch eigentlich richtig gut und warum habe ich jetzt so eine schlechte Note, das ist dann eben manchmal nicht gut. Deswegen muss man immer so ein bisschen selbst zweifeln, ne? Und das auch hinterfragen, die eigenen Leistungen in dem Fall. Ich denke mal, ja, das kann ich manchmal schon ganz gut, manchmal noch nicht. Also kommt immer auf den Spezialfall dann drauf an, aber mal gucken, wie es gelaufen ist. Ja, jetzt war es mir erstmal wichtig, über die 3 Fälle zu sprechen, denn das waren schon besondere Klausuren, würde ich sagen, diese Woche. Letzte Woche gab es zwar auch 1 oder 2, aber die waren jetzt nicht so erwähnenswert, beziehungsweise vielleicht spreche ich da später nochmal drüber, wenn ich fertig bin mit der Klausurenphase. Aktuell habe ich es ja noch nicht geschafft, denn nächste Woche stehen noch 2 aus, die ich schreiben muss. Ich hoffe mal, dass das einigermaßen was wird.
Aber für jetzt würde ich erstmal sagen, war es das mit der Folge? Denn ich habe jetzt auch noch vor zu streamen. Ich hoffe, ich schaffe das. Da würde ich noch ein bisschen bauen und so. Mal sehen. Die nächsten Folgen werden dann wohl wieder eher in der Oberwelt stattfinden. Also ja, mal gucken. Vielleicht gehe ich so in 10, 15 Folgen wieder in Twilight Forest. Ich meine, so viel haben wir jetzt nicht geplündert oder so. Gerade weil wir zwischendurch auch vermehrt in den Höhlen unterwegs waren. Das ist natürlich nicht so geil gelaufen. Aber ja, wir können ja jederzeit wieder her und das nachholen. Nur ich will jetzt eben auch nicht zu viele Folgen am Stück hier rumlaufen und nichts tun gefühlt. Von daher, ja, war es das jetzt erstmal mit den Themenfolgen so. Also es wird sicher auch wieder Themen geben demnächst. Nur dann eben wieder kombiniert mit gebautem und Fortschritten hoffentlich auch damit verbunden. Das wäre geil. Und dann würde ich mich jetzt erstmal verabschieden. Also ciao.